furchtbar. Gut, dass Rika in die Anmoderation redet mit wie furchtbar, weil sie kleine Normalmenschaugen hat und keine großen Anime-Augen. Heute wird's retro, heute wird's alt, denn Rika spielt einen Klassiker, der ihr, laut ihrer Aussage, ihr erstes Videospiel war. Und zwar spielen wir, mal gucken, ob ihr es erkennt, Super Mario 2. Land 2. Entschuldigung, Super Mario Land 2, Six Golden Coins. Und hallo DMS. Erstmal die Community begrüßen. Hi DMS, hallo. Ja, ich wollte jetzt gerade schnell starten, weil wir schon Zeit vertrödelt haben. Die Community begrüßen ist wichtig. Ja. Und ja, wie ihr seht, ich habe die Gameboy-Variante noch hier, beziehungsweise die hatte sich Rika sogar damals geholt, als wir auf den ganzen Flohmärkten unterwegs waren. Ich habe ja auch noch ganz viele alte. Ich habe sogar noch den alten grauen Gameboy, ich habe den Gameboy Color, den Gameboy Advance und den Gameboy SP, wobei der Gameboy SP dir gehört. Den hast du dir mal geholt. Angeber. Nee, aber da, ich kann halt auf vier Konsolen diese Dinge, und den Super Gameboy für den Super Nintendo plus Super Nintendo, das heißt, das Ding kann ich überall spielen. Und ich warne gerade eben, bevor wir starten, ich mache uns mal klein. Bitte. Da sehe ich meine Augen nicht so. Ungeschminkt im Stream, das hat mich geritten. Ich war noch gerade im Duschen, hier ist es so schwül. Es hat geregnet und es ist trotzdem schwül. Ich sitze ohne Decke und Wärmflasche. Ja, das muss man mal hier anerkennen. Aber wir sind gestern Abend schon in dieses Büro gezogen. Das heißt, wir sind nur noch in diesem Raum. Ohne Kaninchen, die armen Seelen, die haben eine Klimaanlage. Genau, ich wollte eben kurz mit Rika durchgegangen, was ich damals gespielt habe. Das besitzen wir sogar noch, das ist ja hier, das hast du dir ja damals auch noch geholt. Dann habe ich das als Kind gespielt, Kirby's Dream Land. Kenn ich auch nicht. Zelda Link's Awakening auf dem DX, das habe ich sogar hier. Habe ich auch nie gespielt. Was, wo ist mein Regen? Ja, heute Morgen hat es ein bisschen geregnet. Ein bisschen? War es in Göttingen? Ja. Ich hatte nicht ein bisschen Regen, ich hatte einen Wolkenbruch, hatte ich. Und das war's schon alles. An sich könnte Nintendo hier irgendwann mal die alten Gameboy-Spiele von Pokémon raufholen. Aber ich glaube, das werden sie nicht machen. Genau, aber heute spielen wir dieses Spiel. Aber bevor wir loslegen, wollte ich Rika noch kurz ein Bild zeigen und mal gucken, ob ich euch das dann auch zeigen kann. Ich hatte eben eine Fotomöglichkeit und ich habe die mal wahrgenommen. Oh, ein Popo. Ich habe den Ei, Popo! Popo unseres Kaninchens fotografiert. Er lag gerade so vorteilhaft. Letztens hat er auch, da hat er die Hammelbeine so lang gezogen, so wie man halt früher so Kaninchenaufgabe hat. Da hat er die Beine so lang und hat auch schon mit Popo so ganz, lassiv. So, jetzt konzentrieren. 1992 kam das Spiel raus. Ich habe das damals auch gespielt. Kannten uns noch nicht. ZL und ZR, also die beiden Rucksacktasten, sind so für das Menü des Emulators. Du könntest hier sogar Speicherpunkte erstellen, falls du an der Stelle bist, wo du jetzt vielleicht nicht danach sterben willst. Mhm. Und du könntest sogar welche laden oder das Spiel halt zurücksetzen, ne? Ganz normal. Das ist das Intro nur. Ganz normal, das ist der Startknopf. Mhm. Ne? Und der Select-Knopf ist halt hier das Minus und ganz normal läufst du und ich glaube mit A oder B springst du einen von beiden. Ist nicht so kompliziert. So, guck. Bitteschön. Oh Gott, da kommen bei der Musik kommen Erinnerungen hoch. Und wenn der Ey, wie lange ich das auf den Gelber? Ich hatte 2 Wochen lang den Gelber ausgeliehen. Ja. Und da musste ich das ja versuchen durchzuspielen. Das war eine Herausforderung. An sich nicht kompliziert, aber bist du mich verarschen? Wenn du später in spätere Level kommst, das Glipper-Level fand ich immer anstrengend. Es gab, also wie gesagt, ich war irgendwann so gut, dass ich herausgefunden habe, wie man, ich kann noch nicht irgendwo. Nee, du musst erst die Welt machen. Okay. Also, es wird heute retro. Okay, das ist Ducken. Das ist interessant. Ja, nach unten drücken ist Ducken. Nee, das hier ist auch Ducken. Ja, aber ja, weil du entweder mit dem Digitalkreuz steuerst oder mit dem Analogstick. Okay. Ich finde ja das Digitalkreuz angenehmer. Ja, ich muss erst mal gucken, wie er sich so hier macht. Oh! Warum ist der denn nicht drauf? Warum bin ich denn nicht zur Seite gesprungen? Weil das so nicht funktioniert. Ja, weiß ich nicht, was du da gemacht hast.
bitte, geht doch. Was ist denn das? Das nennt man ein Goomba. Wie gesagt, heute wird es hier ein bisschen alt aussehen, aber ist, glaube ich, okay. Ich auch. Mein Bruder und ich durften erst mit dem Game Boy Pocket starten. Ich hatte Super Mario 2 und er die 2, aber zum Glück haben wir brüderlich geteilt. Wie gesagt, ich musste die halt von der Freundin, weil ich durfte ja nichts haben in so dieser Richtung. Ich hatte nur einen ollen Lerncomputer. Oh, den hatte ich auch. Also ich die 1. Ach so, du hast die 1 und dein Bruder die 2 und dann habt ihr immer gewechselt. Also war es ja bei meinem Bruder und Final Fantasy 8. Nur er hatte irgendwann kein Interesse mehr daran, das weiterzuspielen und dann habe ich es alleine gespielt. Rika hat erzählt, dass sie einen ganz tollen Trick kannte, wie sie die Hälfte des Levels überspringt in irgendeinem Level. Nicht die Level. Hälfte, das komplette Level. Jetzt rennen. Bin dabei, ich kann mit nicht B schneller. Drücken. Doch. Du müsstest schneller erstmal, können. Ja. Feuerblume! Willst du kurz gucken, wie du sie benutzt? Mit B. Genau, wenn du nämlich B hältst, müsstest du rennen. Ich habe das Gefühl, ich schrei gerade so ein bisschen. Gegen die Musik an, oder was? Ja, so ein bisschen. Ich mache gerade bei mir mal das Elgato leise. Ach. Oh. Nee, das geht nicht, Rika. Nein! Hast ja noch ein bisschen. Nein! Rika schreit schon wieder. Das muss ich gleich Rika leiser drehen. Nein! Ach, shit! Jetzt mach's doch! Nee, jetzt geh ich am dritten Mal versuchen, du wieder nicht. So, und jetzt kannst du überall hin. Ja, ich weiß. So, warte mal. Nee, ich mach erstmal dieses Nebenlevel hier. Ach, was ist das denn? Ach, geil. Ist ja schlimmer als in Hogwarts. Not like this. Ich weiß nicht mehr genau, was. Ach, das ist ein Glücksspiel. Du kannst dir jetzt was freischalten. Sehr schön. Ich bin ja eh schon groß. Ja, aber jetzt hat er dir deine Blume genommen. Toll. Und dafür hast du 30 Münzen ausgegeben. Schön, das war das, okay. Dann ging's... Ah, ja, den liebe ich. Das sind alles so Erinnerungen. Ja, ne? Scheiße, die scheiß Frösche, ey. Ich erinnere mich. Die haben eine lange Zunge, ne? Ah, fuck! Ich erzähle währenddessen, was mir heute lustig ja, ist. Ja, ich auf muss dem mich Heimweg hier konzentrieren. Passiert. Ich kann das mich mal. Hier du nicht. Scheißt ja eh rum. Bitte? Ich bin heute nach Hause gefahren und habe festgestellt, dass es plappert, während ich fahre. So, pop, 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 pop. Und habe dann festgestellt, das passiert auch nur, wenn ich nicht. Was machst du denn? Das passiert auch nur, wenn ich nicht Gas gebe. Und habe mich gewundert und hatte schon die letzten Tage irgendwie so ein komisches Geräusch. Dachte, es wäre so ein Blatt am Reifen und halt an, guck rum. Und irgendwie nach 2-3 Minuten rumschauen. Oh! Vielleicht solltest du mal warten. Und lass mir die erste Zone in Ruhe. Nein, ich will wieder. Ich habe jetzt ein paar Punkte gesammelt. Ich will dahin. Habe ich festgestellt, dass mein Vorderreifen locker war. Ich erstmal soweit. Ja, das bringt jetzt nicht so viel. Wenn ich One Level Up habe, schon. Nee, du kommst so rüber. Ich glaube, damit konntest du dann rennen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Wir sehen gleich, was ja. Ich damit machen kann. Ja, mein Reifen war locker. Mein Vorderreifen auf der linken Seite. Was natürlich jetzt auch noch beim, da wo man lenkt, sehr unvorteilhaft ist. Also, ich erstmal unseren Autotypen angerufen, um ihn anzuschimpfen.
glaube, wenn du jetzt mehrmals springen, da, genau, du kannst dann schweben. Oder so flattern. Ihn natürlich nur gefragt, ob ich, wie, inwiefern ich handeln muss. Und hab dann aber zum Glück noch eine, hab ja ein Ersatzrad, also habe ich auch so einen Schraubenschlüssel. Und konnte den zum Glück mit dem alle vier Muttern am vorderen Reifen wieder festziehen. Das war schon awkward, das hatte ich bis jetzt auch noch nie. Hat auch Marc, unseren Reifentypen, sehr leid getan, habe ich, glaub ich, das Gefühl. Der ist da ja wie du, also beziehungsweise ich weiß jetzt ja noch, wie das mit dir war, mit deinem Stoßfänger, nee, nicht Stoßfänger. Wie nennt man's? Die Sprungfeder. Stoßdämpfer. Ich kann hier nicht mal hoch. Du musst zurück und oben rum. Hm. Eben wirklich auf den Controller geguckt? Nein. Überhaupt nicht, ne? Nein. Nein! Aber immer noch bemerkt, bevor Schlimmeres. Ja, ich hatte noch mit meinem Schwager telefoniert und meinte, ja, wenn es nur eine Mutter ist, dann kein Problem, dann fahr langsam nach Hause und kümmere dich zu Hause drum, weil ich nicht wusste, ob ich einen Schlüssel hatte. Aber dann bin ich einen Berg hochgefahren und als ich dann mal kein Gas gegeben habe und den hab rollen lassen, weil du das richtig hast, ist halt auch im Lenkrad gemerkt. Aber nee, du fährst jetzt hier nicht weiter. Im schlimmsten Fall muss Rika dich abholen. Mhm. Ne, und ihr sucht einen Schlüssel und kauft einen, weil ein Baumarkt hier in der Nähe ist. Oder in der Nähe war. Nein! Nein! Aber hat dann wirklich zum Glück funktioniert. Ich war sehr froh. Was machst du denn? Ich komm da nicht hin. Da kommt niemand hin. Doch. Wie siehst du? Darf ich mal was probieren, bitte? Ach, du könntest da die anschießen. Guck mal. Ja, muss ich aber nicht. Rennen bringt mir überhaupt nichts in diesem Spiel. Doch. Siehst du? Darf ich mich erstmal an das Sprungverhalten gewöhnen? Nein. Du musst das sofort können. Warte. Chicks. Chicks. Das ist so lächerlich. Was denn? Ich will da oben dran. Wir haben aber gleich keine Zeit mehr. Aha. Du hast Schwein, du bekommst das Herz. Ernsthaft? Ja. Ja! Sehr schön, genau das brauchte ich. War aber halt ein wenig nervenaufreibend, wenn man so nach Hause fährt. Ah ja, das ist. Da konntest du aber, glaube ich, rausspringen, ne? Aus dem Glibber. Ja. Du konntest nämlich auch oben dich festhangen. Ja, genau. Genau das. Das tut jetzt zwar in den Pfoten weh, aber es ist geil. Ich hab ja heute nicht 5 Stunden titriert, ne, mit der Hand. Du wirst schon wissen, was du da tust. Man hat immer probiert, diesen einen Weg, der da jetzt eben war, oben an den Glibber zu hüpfen. Ja. In der Hoffnung, man findet einen Geheimweg, war nie was. Mm-mm. Also nicht, dass ich wüsste. Nee, war auch nix. Ich denke, war das... Nee, ich glaube, in Mario All-Star war auch noch mit Bosskämpfen am Ende. Also so richtigen Bosskämpfen. Ja. Weil hier hast du ja auch Bosskämpfe nach dem Areal. Und vor allem sind es ja mal andere. Das war ja mal ein ganz anderes Spiel, glaube ich, geplant. Ja, bis jetzt stellt sie sich gar nicht so doof an. Das nennt man Muskelerinnerung. Ich hab schon. Was hast du?
Ja, kannst du doch trotzdem Punkte. Ach so. Weg. Upsa. Und Punkte geben auch Level. Da war ich zu übermütig. Ja. Die Dinger musst du dann auch benutzen, um an die obere Glocke zu kommen. Ja, das klappt aber meistens nicht. Was machst du denn? Ah, nicht da richtig. Bleib erstmal in der Mitte. Ja, ist einfacher gesagt als getan. Aber auf wen es interessiert, zur Beruhigung. Ich habe mitbekommen, Final Fantasy soll wohl auf dem Weg sein. Dann beruhigt nur dich. Mich auf jeden Fall. Nein. Da war jemand gierig. Naja, ich muss ja nur die Hälfte jetzt neu. Ich könnte es währenddessen auf dem Gameboy spielen und mal gucken, wer dann weiter ist. Naja, wahrscheinlich du. Na, guck mal, hier bekommst du ab 100 gar kein Leben. Ich hasse diese Dinge. Du versuchst jetzt schon schnell zu spielen, ne? Könntest du die Hälfte machen? Mir tut gerade wirklich der Daumen weh. Ich kann gleich wieder. Du ist ja nur jetzt die Hälfte. Muss ja nur bis zu der Stelle, wo ich gemacht habe. Ja, du kannst auch in die Flüssigkeit runter. Entschuldigung. Und mir mein Leben nehmen, danke. Was soll das denn heißen? Warte mal. Ich darf mir nicht angucken, ich muss alles perfekt sofort können. Du machst jetzt den Trick, den ich gemacht habe, ne? Gehst wieder da rein. Ja. Ja, mach die 30er oder die 50er. Ich wollte eigentlich dir ein Leben holen, ja. Aber okay. Kannst du noch mal machen. Okay. Du musst ihn doch nur drücken und nicht pressen. Hm. Du hast so schnell hintereinander. Das ist die letzte Chance, Schatz. Jetzt nichts riskieren. Nimm den Weg da oben, den ich gegangen bin. Oder ist der untere besser? Weiß ich gar nicht. Ich bin, glaube ich, nie da unten gegangen. Das ist ja Baumharz, in dem wir unterwegs sind, ne? Mhm. Oh, ich höre ein eventuelles Gewitter. Ich will es richtig in den Lauf nehmen. Die Häschenohren. Oh, das ist ein Leben, das ist ein Leben, das ist ein Leben. Oh, danke. Oh, danke, ey. Geh einfach nur oben ran. Lass das mit nach unten fallen. Warum spiele ich jetzt eigentlich schon wieder? Ich nehme doch gleich wieder ab. Brauch nur kurz eben... Ich habe heute den ganzen Tag schon so gemacht. Kann ich denn nichts dafür, wenn du nie Videospiele spielst? Dann nichts. Doch. Du bekämst einen Daumen, wenn du... Guck mal, wo ich bin. Ah. Ja, jetzt geht's zur Glocke. Ja, ist egal jetzt. Nein! Ich will da jetzt raus! Oh, DMS. Sie weigert sich. Da hättest du aber ein Leben bekommen können. Meinst Wohin du? Gehst du jetzt? Ameisen oder Bienen? Ameisen.
glaube, die konntest du nicht kaputt machen. Ne? Ja, Hauptsache reinrennen. Mach mal kurz die beiden Schultertasten. Die großen. Danke. Mach mal Speicherpunkte erstellen. Ja. Ja. Hopp. So. Jetzt kannst du mit zurück und spielen. Ah, Moment. Du willst dir nochmal Geld ausgeben? Nee, manchmal ist hier nach hinten was. Wenn du jetzt zum Beispiel B drückst, rennst du automatisch, also gedrückt halten, man hat halt den Daumen auf. Ja, frei. Aber ich brauche jetzt nicht rennen, das macht jetzt hier. Hype, safe, hype. Genau, es gab auch Bienen, die ziemlich arschig waren. Pass auf, die lässt sich fallen. Ah! Wenn die doch schon da oben ist und du hast jetzt null Leben. Game over. Ja, ich hab's mitgekriegt. Ja, drück. Zügel dich und renne ich wieder in Gegner rein. Ich sag, dass die Bewegung ist. Schatz, ich bin hier 5000 Millionen Mal schon immer mal gestorben. Das Gute ist ja, mein Spiel, das, was ich gemacht habe, ist ja jetzt nicht weg. Das und jetzt neben das Gameplay von Densen setzen. Witzig. Ich finde, dafür, dass ich das 20 Jahre nicht mehr gespielt habe, war ich mich gar nicht so dumm. Hast du das nicht vor kurzem gespielt? Hast du es gespielt? Hast du es dir gekauft? Die kannst du nicht kaputt machen. Ach so. Mit denen. Ja, aber dann nicht jetzt, ich glaube nur ein Level wirklich. Also jetzt nicht irgendwie. Nicht springen. Jetzt kannst du. Den kannst du, glaube ich. Frame Rate Drop. Ich mag die. Ja, es ist halt bei lange dem her. Level. Da kannst du nicht drauf springen, ne? Wahrscheinlich nicht. Weil nee, kann ich dir sagen, dass es nicht so ist. Hm. Achso, wie mache ich das denn jetzt? Du musst, ja, hoch. Und in die Mitte, würde ich sagen. Du kannst, glaube ich, an den Ästen nebenbei, genau. Den kannst du, glaube ich, auch schießen. Ja. Und rein, nimm, renn. Und hoch. Hüpfen. Und jetzt laufen. Andere. Immer, dass ich die nicht abschießen kann. Du hast nicht meinen Schuss betätigt. Doch. Nein. Meiner Meinung nach schon. Not like this. Ja, wenn Sorry. Ich die ganze Zeit kritisieren würde, kriege ich auch Ärger. Jetzt passt du unten rein. Ich bin immer noch froh, wenn ich im Goal bin. So. Du hättest doch schon den Boss machen können. Mm-mm.
Wir machen das hier ordentlich. Boah, fucking, ich dachte... DMF macht halt wieder gut mit Emotes mit. Mein Nemesis Level. Ernsthaft? Da kenne ich andere, schlimmere. Wer mich oft genervt hat, waren die Mäuse. Das kann doch nicht sein, dass... Rika geht heute total krankelig ins Bett. Jetzt fangen sie an, die Speed-Strats. Dafür kriegst du Panda-Dance. Furchtbar. So spielt man das. Mario ist ein Spiel, das spielt man im Flow. Moin, Brampi. Bim, 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 bidim. Bim, 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 bidim, bim, bim, bim. Bei dem letzten Game Over ein Level dazu. Ich ärgere Rika natürlich nur ein bisschen. Wobei sie sich gerade über sich selbst, glaube ich, am meisten ärgert. Ich mache uns mal kurz weg, ich möchte was trinken. Und da ich gerade kein Glas hier habe. Welchen Schwierigkeitsgrad ist das Spiel? Das kannst du keinen Schwierigkeitsgrad einstellen, zumindest habe ich keinen gesehen. Ganz normal, die Gameboy-Variante emuliert auf der Switch. Oh Gott, ihr Himmel! Ihr solltet keine Kopfhörer tragen in diesem Stream. Doch, kann man einstellen. Wo denn? Rika wollte einfach nur ein Spiel ihrer Kindheit spielen und ich habe gemeint, dass mal so ein Mario Jump'n'Run für sie gar nicht so dumm wäre. Warum machst du das? Warum mache ich das? Ja, ist aber warum bist du denn da hochgesprungen? Du wusstest, der ist da oben. Ich war jetzt schon drauf und dran zu sagen, dass du wieder hüpfst. Nein! Ja. Ich glaube, hier kann man manchmal... Ist vielleicht eine Option für Klippen und Wutausbrüche.
So. Die hat doch die Frisur von Guile aus Street Fighter. Jetzt hat die Blumen auf die Wolke droppen. Weil du, warum bist du denn so ungeduldig? Ich ziehe Rika übrigens ein bisschen auf, weil sie gern die große Klappe aufreißt und sagt, da war sie ja super drin. Ich glaube, jetzt weiß ich, dass das war nicht mein Lieblingslevel, das war das Level, wo ich so lange gebraucht habe, bis ich da wieder raus war. Kannst du mich bitte bis zur Glocke bringen, damit wir das nicht nochmal machen müssen? Bis zur ersten. Hier ist nicht Rennen angesagt. Hier ist Geduld und Präzision angesagt. Da bist du ja die Richtige für. Eben. Guck mal, wie hoch man springen kann. Den messe ich, lese ich gleich. Da war sie, ich fasse es nicht. Danke. Doch kann man ein... Aber das hatten wir ja doch. Ja, und ihr herausragendes Musikgedächtnis. Du weißt, dass du mit dem Flattern hättest können. Ernsthaft? Das sind die Hasenohren, die flattern. Bam 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 bam. Danach musst du wieder von vorne, ne? Einfach flattern und zur Seite zurück. Ganz schnell flattern. So. Da sind den Tod getrieben. Oh, schweig ab. Na, du hast es zum Boss geschafft. Sag, du musst ihn nur noch im Kopf springen. Ah,
Wieso schaffe ich es denn nicht zu springen? Oh, er hat sich's gemerkt. Ich bin überrascht. Er spielt aber auch gerade, ne? Mit dem Feuer. Ja. Normalerweise war es immer so, dass die Checkpoints resettet werden, wenn du Game Over warst. Nee, die Glocken sind hier echt gut. Die Glocken sind immer gut. Das war's, Nudu. Flatter, Flatter, was das Zeug hält. Dark Souls. Was soll ich denn jetzt machen? Das zu Ende bringen, weil ich... Also zumindest bis... Ich schaff's dir anscheinend nicht. Wir möchten ja auch heute mal weiterkommen. Du könntest ja auch das Level wechseln. Nein. Ich mach das jetzt schon noch hier zu Ende. Soll ich mal was zeigen? Halten oder was? Ja. Ah, halten. Mhm, zum Flattern. Brauchst du nicht mehrmals drücken. Klar, wenn du schneller drückst, dann flattert er auch mehr und hält sich vielleicht in der Höhe mehr. Jetzt schon hin. Jetzt hin. Du musst ihn schon, wenn er da unten ist, wenn er gerade noch runtergeht, dann erwischen. Nicht erst warten, bis er unten ist. Jetzt. Jetzt. War, da hast du den Sprung abgekürzt. Dann passiert das halt immer. Dann erwischt er mich und ich komme nicht auf ihn drauf. Kein Wunder, dass du nur 2 Wochen hattest für das Spiel. Das gehen, weil immer wenn ich dann irgendwie in die Nähe komme, dann macht er mich tot. Ganz knapp. Nee, dann bin ich tot. Ich verstehe es nicht. Du musst mir das mal zeigen, wie das geht. Ab in den Tod. Ich liebe die Musik in diesem Level. Schick. Nein. Ich wollte gerade was testen. Siehst du? Ja, ja, warte, warte, warte. Ich muss auch reinkommen. Oh, ich wollte rennen und hab nicht gerannt. Naja, mir nochmal.
Wir haben mit 10 Leben für diesen Abschnitt verbraucht. Jetzt haben wir fast alle Leben dafür verbraucht, weil ich doof bin und rumgespielt habe. Ich muss aufhören, diesen Analogstick zu benutzen. Ja. Mach es jetzt einmal bitte richtig, Hanni. Laden wir ihn jedes Mal neu. Ja, ich krieg dich gleich. Krieg dich gleich. Jetzt hast du ihn einmal. Okay. Nein. Zweimal. Nein. Nichts riskieren, Hanni. Ich sagte doch nichts riskieren. Du machst ihn ja nicht. Eigentlich könntest du ihn jetzt machen, weil jetzt haben wir den Speicherpunkt. Ja, trotzdem wie ich gesehen. Sehr gut. Nein. Da ich jetzt nur noch ein Leben habe, bin ich halt sehr vorsichtig. Komm, komm. Nein. Komm hier. Ah, Sprung verkackt. Willst du? Beim Start kannst du mit Select Schwierigkeitsgrad einstellen. Musste gerade eine Anleitung suchen. Ah, okay. Nee, wo muss ich Minus drücken? Die beiden Schultertasten. Eins runter. Ja, ja. Bitte. Soll ich? Ja, es hat ja keinen Sinn. Also dann kommen wir heute nicht mehr voran. Und wir müssen noch die scheiß Ameisen machen. Wobei ich dich bitten würde, da bis zu da auch schon Woche wieder, oder machen. Was? Ja. So, ich dachte, du wolltest groß. Ja, danach, dann mach ich doch. Ja, ja. Ich hab den falschen Knopf fürs Springen. Springen ist A, Hanni. Ja, jetzt weiß ich's wieder. Es sah so einfach aus! Einfach am Rand stehen und den Vogel fliegt doch dahin. Und morgen. Warte, ich muss kurz deinen Namen. Morgen, Abzweigverbinder. Du wolltest noch das eine Level von mir gemacht. Ja! Bis zur ersten Glocke zumindest. Hast du gegen die Wand gedotzt? Ich
streich sie doch auch. 5 kommen noch. Ja, ich weiß. Rika hat eine Münze. Rika hat gar keine Münze. Jens hat die Münze. Okay, die erste Münze geht auf dich. Die zweite hole ich mir. Guck mal, ich habe dir ein Level abgefunden. Dankeschön. Speicherst du das danach nochmal eben bei der Glocke? Was steckt hier? Gameboy-Spiel ist halt meine Welt. Ah! Zurück, das ist dir bewusst, ne? Erstmal falle ich. So. Gerettet. Der macht mich fertig, der Mann. So. Ups. Ups. Monsen, Moneten, Zaster. Aber dann muss das ja gerade ganz schlimm für dich sein, wenn du uns hier beim Spielen zuguckst. Ja, vor allen Dingen bei mir. Also, ich meine... Ich will nichts sagen, aber wer länger bei uns ist, der weiß das bei dir. Ohne böse klingen zu wollen, aber... Ja, komm, sag es. Ihr Schweine! Ey, ich kann mal nicht hier gucken. Ach, da bin ich. Okay, warte, warte. Rika, ich hab dir in dem Run mittlerweile 2 Leben geholt. 3. 3 sogar. Wir waren bei 0. Ja, aber wir brauchen eine Glocke, damit das safe ist, sonst ist es für den Arsch. Ja, aber. Juhu. Jetzt! Du Schwein, du! Lass es doch! Ich wollte wissen, was da oben war. Ja, nein, jetzt geh bitte. Geh die Glocke. Lass das da oben sein. Rika, lies den Chat. Ach, das geht noch schlimmer als wie bei euch. Ah, ich hab ein bisschen durch. Oh, gar keine Glocke. Gut, dann gib. Bitteschön. Was denn? Hast du gerade geboostet? Ich dachte, das ist Dreck. Das Logo auf dem Controller. Nein, die grünen Läppchen. Ah, mach noch mal kurz auf. Wie gesagt, ich habe heute kein Glas dabei. Also ich tue immer ganz ungeniert aus der Flasche trinken. Meine Regula in die Kamera. Du, aber ich habe Anstand. Hier könnte ihre Werbung sein. Ich kann nur bei einem Gameboy-Spiel nicht zuschauen, ohne zu meckern. Ist aber das Einzige, wo ich meckern darf. Welches denn? Pokémon wahrscheinlich. Willst du spielen? Mhm. Badam, babam, badam, babam. Tetris. Du willst Rika auch nicht Tetris spielen sehen. Das macht dich aggressiv. Mich macht das nicht aggressiv. Dich nicht, aber alle anderen. Ich finde mein Tetris-Spiel ausgezeichnet. Ja, da bist du aber auch die Einzige. Ach, das ist wirklich so schön ein Wasserlevel. Ja, das ist so schön beruhigend. Willst du speichern? Ja. Speicherpunkt erstellen? Nee, ich speichere... Speicherpunkt erstellen. Ach so, ja. Sonst hättest du jetzt den geladen vom Boss. Aber Tetris haben wir als Original-Gameboy-Spiel auch noch hier. Und welche Person dürfte beim Tetris meckern? So wie du ja angedeutet hast, wahrscheinlich dann du.
Nur ob du das darfst in diesem Stream, ist halt die Frage. An sich wird hier nicht diskriminiert. Norika spielt wirklich nicht sonderlich gut Tetris. Oder nach eigenen Regeln. Rika spielt nach eigenen Regeln und eigener Logik. Du weißt, wenn du mehrmals drückst, schwimmst du. Das ist die Bimmel. Lasse die Glocken klingeln. No. Ich hatte den Weltrekord in Tetris auf dem Gameboy in Version 1.0. Das kann ja jeder sagen. Du bist ein Arsch. Nee, glaube ich dir. Du kommst da nicht hoch, falls es dir aufgefallen ist. Schon das erste Mal. Meine drei Leben. Fällt er jetzt erst auf? Fällt er früher auf? So ein Scheißdreck komm ich! Bin deutscher Vizemeister in Tetris. Gott, da haben wir immer Prominentes hier. Kann man alles nachgoogeln? Ah, was machst du denn jetzt? Weiß ich nicht. Der Gag ist ja ganz simpel. Einfach Rampi googeln. Kann ich machen, aber dann müsste ich mir eigentlich den Gag gönnen, bevor wir nachher Feierabend machen, Rika einmal Tetris spielen zu lassen. Mach das. Wenn du damit kein Problem hast, Rika. Warte, wieder zurück. Mit B Anlauf nehmen. Zurück, bevor du stirbst. Lauf zurück. Du kommst da nicht hoch, falls du es feststellst. Darf ich es probieren? Nein. Am höchsten Punkt dann direkt. Ja, genau. Halten. Ah, mit dem Fuß. Mit dem Fuß. Aber daher darf ich bei Tetris meckern. Also wenn du eine offizielle Tetris-Mecker-Erlaubnis mir vorlegen kannst, ist das kein Problem. Das muss zertifiziert sein vom Mecker für von Tetris Verband. Oh, sag doch was. Der Hai! Der Hai! Bei Rika sind Fische Freunde. Deswegen müsst du die immer umarmen. Nein. Was machst du? Ich dachte, ich komme da noch zwischen. Darf ich sagen, du Dussel? Du Arsch, kannst du auch. Nein, sagen. Ich habe du Dussel gesagt. Mich. Kannst du das mal eben bitte? Bis von vorne. Guck, wenn du schneller drückst, hält es nämlich länger. Mich wieder in den Tasten vertan. Wow, du hast noch ein Level abbekommen, hast du gesehen? Mhm.
Du bist auch an ihn rangeknallt. Ja! Und sogar die Glocke geläutet. Level up. Meins Leben dazu, ja. Ah. Oh nein. Wie dumm. Ja, und hier findest du jetzt Rinder der Runde. Oh, ich hab dir den Trailer zu Final Fantasy Rebirth noch gar nicht gezeigt, ne? Die ändern die Geschichte von Tifa wohl ein wenig. Mhm. Das heißt, die kommt doch mit Cloud zusammen? Oh Gott. Nein, aber es soll angeblich nicht die Tifa sein, die... Wie? Damals in... Was machst du denn? In Niflheim war. In Niflheim. Das heißt? Die soll wohl tot sein. Das soll wohl eine andere sein. Ich weiß nicht genau, was sie da machen. Ich müsste da die Geschichte mir angucken. Aber ich bin gespannt, was sie da draus machen. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Oh, das hätte jetzt gefehlt. Der scheint nicht zu blockieren, wenn du dran bist. Ich dachte, ich wäre schnell genug drüber. Sonst hätte die Schildkröte ein Schwert dabei. Rickard, wie nenne ich das jetzt? Rika spielt Kindheit und Jens summt. Was, Rika, es kann doch nicht sein, dass du nicht mal eine Herausforderung probierst. Du hast den Dark Souls Bosse gelegt. Zumindest im Anfang und den einen, den ich hier vorbereitet hatte. Kannst du runterschubsen. Ach, da geht's gar nicht weiter. Da ist ja völlig umsonst. Die Knochenfische kannst du nicht zertreten. Ich glaube, du kannst im Wasser sowieso ganz schwer irgendwelche Sachen kaputt machen. Ich wüsste es jetzt gerade nicht. Eine bescheuerte Münze. Alter. Ich dachte, er kommt ja One Level Up oder sowas Cooles, weißt du? Ah, es kann nicht sein, dass ich mal so langsam bin. Aber wenn du der Vizemeister bist, dann frage ich mich ja, wie viele Punkte hast du denn in Tetris? Und dann weißt du, dass der eine Weg sich nicht lohnt. Ja, genau das. Baba. Da ist zu. Zurücklaufen muss ich nicht. Also gut, dass hier wie in Sonic, dass der keine Luft mehr bekommt. Ja, in Tetris geht's doch um Punkte am Ende. Oder habe ich irgendwas verpasst? Ich habe Tetris nicht so viel gespielt. Ich bin nicht der größte Tetris-Fan. So,
Sollte man vielleicht dem Vize nicht sagen, aber... Ah, der Punktezähler bleibt bei einer Mille stehen. Okay. Also ich kann das spielen, ich weiß, wie es funktioniert. Ich habe selber aber nicht so viel Spaß an dem Spiel. Weil Stellen fehlen. Pass auf. Ja. Da kannst du aber durchlaufen. Ich kann aber 6,5 Stunden ohne tot zu gehen das Spiel spielen. Oh Gott. Alter Schwede. Hast du denn dann, oder guckst du dir denn dann den Tetris-Film an? Also nicht die eine Verfilmung vom Spiel selber, also nicht wie bei Pixels, sondern es kommt ja die Verfilmung mit Taron Egerton raus, wie Tetris entdeckt wurde. Das habe ich keine Glocke gehabt, ne? Welche meinst du von den dreien? Ja, vor kurz, in Kürze kommt, oder es kam, nee, ich glaube in Kürze erst, mit Taron Egerton, der als Amerikaner den russischen Entwickler von Tetris entdeckt. Das hast du gut gemacht. Ich war so weit und hatte keine Glocke. Wieso habe ich keine Glocke? Der neue ist schon über Monate raus. Nur auf Apple Plus. Ach, da war das. Ich sehe nur noch Trailer und ich habe keine Ahnung mehr, wann Filme rauskommen. Mir war sogar neu, es kommt jetzt Kraven der Jäger raus. Sagt mir nichts. Eine Marvel-Verfilmung. Okay. Und den hast du auch schon kennengelernt. Ein slawischer... Ich mach das Level hier fertig. Ein slawischer, noch nicht, Jäger. Ich glaube, jetzt kannst du. Du musst ja eh nur gerade nach oben. Du musst ja da gar nicht hin. Ein slawischer Jäger, der Spider-Man und Konsorten jagt. Und das ist die Entstehungsgeschichte. Das soll wohl so die andere Variante wie Morbius werden. Mit dem Schauspieler aus Kick-Ass und diesen, kannst du, ich kann und, ich und kann diese unerträglichen Länder. Ich bin der Soldat in Godzilla 1. Mal nee, mit dem. Ah, da war ein Hai. Da war ein Hai! Du bist nie in diese Richtung geschwommen. Doch! Der ist die scheiß, nur die scheiß Münze. Die beiden anderen Filme habe ich. Ah. Aber das Level macht mich... Ich war so weit und es war keine Glocke und das macht mich jetzt fertig. Ich werd irre, wie du spielst. Wie spiele ich denn? Ja, jetzt hast du wieder zurück. Wir wollen doch zur Glocke und nicht wieder zurück. Das wäre jetzt so witzig, wenn er um die Glocke gewesen wäre, ne? Langsam. Jetzt. Stehen bleiben. Oh Gott, ey. Jetzt. Oh ja, daran erinnere ich mich. Stopp! Stopp! Oh Gott. Oh, fuck it. Er sieht mir den Hut. Warte. Ernsthaft, der hätte ich ja ewig suchen können. Nein, ich habe einen Sonderausgang genommen. Ah, da bist du jetzt. Ah, wunderbar. Jetzt kannst du mir. Jetzt kann ich wieder alles kaputt machen. Speicher bitte. Ja, habe ich auch gerade überlegt. Nein! Wieso das denn? Ich will nicht da ins. Nein, 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 nein. Ich will das.
will zu diesem Donnerlauf. Was ist denn jetzt mit dir falsch hier? Komme ich da jetzt hin? Na, Rika. Wie komme ich da jetzt hin? Du musst durch das Level. Nur dann kann ich da hin? Ja. Ernsthaft jetzt? Ja. Soll ich machen, erstmal das Level durchspielen? Ja. Probier alle Richtungen, sagt Webri. Ja, hatte ich gerade. Ich bin auch der Meinung, du kommst dann aber wahrscheinlich erst, wenn du es gemacht hast. Also, wenn du es einmal gemacht hast. Wenn es frei ist. Mhm. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Gott, ey. Ich kann da gar nicht hingucken. Das kam mir auf so einem kleinen Gameboy in Schwarz-Weiß, kam mir das nicht so stressig vor. Ist nur alt. Ja, wahrscheinlich. Ey, oh, jetzt sehe ich die ganzen Gefahren. Ich hätte auch zu einem Kollegen gesagt, weißt du, woran ich merke, dass ich alt werde? Hm? Wenn ich eine große, ungemähte Wiese sehe, denke ich mir nur Zecken. Hm? Gott, wie ich dieses Spiel geliebt habe als Kind. Eigentlich war ich da ja schon Teenie. Also ich war locker 12 oder 13. Schön klassisch unter der Bettdecke abends nochmal eben versucht, ein Level zu schaffen. Jetzt muss ich nachhaken. Wie hast du das unter der Bettdecke gespielt? Wie unter der Bettdecke? Da gab es doch so ein Licht. Du hattest ein Licht dafür? Ja. Mhm. Ist nicht typisch, dass man den hat, weil der Gameboy hat selber keine Beleuchtung. Na so. Und überhaupt hatte ich Nachtlampe. Da hast du aber echt anstrengende Augen gehabt. Hallo, ich wieder hoch. Meine Augen sind super. Mein Gehör ist nur beschissen. Ja, bitte, danke. Gameboy Pocket, guck, er korrigiert auch direkt. Gameboy Pocket war SW. Der erste hatte Grünstufen wie Zusehen ist. Ja, ich weiß, ich hab den alten. Die Augen waren super, lol. Was? DMS, die Augen waren super. Du hast im Dunkeln unter der Bettdecke Gameboy spielen können. Ja. So gut waren deine Augen. Ja. Ich habe ja nicht gedacht, dass es dunkel war unter meiner Bettdecke. Man hat sich als Kind immer geärgert, wenn man den Gameboy mit dabei hatte, wenn die Eltern dann gefahren sind und es aber langsam Abend wurde und die Straßenbeleuchtung nicht mehr durchgängig da war, weil man da nichts mehr erkannten kann. Ich hatte Licht neben mir im Auto, konnte ich anmachen. Was ist durften mit deinem Auto? Durften wir nie. Warum? Geht dein Auto da aus? Außerdem gab es hinten nicht immer ein Licht. Also mein Ja, ihr seid ja auch Bonzen. Ja, wir waren keine Bonzen. Wir waren damals die obere Mittelschicht, die es jetzt nicht mehr Rika, gibt. Genau das. Und ich war unterste Unterschicht, also... Was willst du mir erzählen? Ich habe mir aus allen möglichen Möglichkeiten Batterien fürs Gameboy-Spiel rausgemobbt. Ich bin zur Schublade gegangen. Ja. Es gab immer hinten Licht im Auto seit den 70ern. Ja, du wirst lachen, wir hatten einen Trabi. Ja, Jens ist aus dem Osten. Oder einen Ford Escort. Ich bin aus dem tiefsten Westen, Jens ist aus dem tiefsten Osten. Nein, was sagt uns tiefen das? Osten bin ich nicht. Ich bin aus Leipzig. Das klang gerade so schlimm. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so ausgesprochen wird. So, jetzt da drauf hüpfen, du bist nämlich durch. Okay, super. Kommst du nicht, dann ab ins Ziel. Diese kommst du doch. Lass nur nicht gegen die Spitzen da oben hüpfen. Oder du gehst jetzt einfach ins Ziel. Ich gehe ins Ziel. Ich glaube, das Level hat jetzt jeder die Schnauze eindeutig voll gesehen. Trabi und Gameboy ist aber ungewöhnlich. Ja. Nee, zu der Zeit hatten wir auch kein Gameboy mehr, kein Trabi mehr. Es war trotzdem, wir hatten, einen Trabi,
irgendwann hatten wir einen Ford Escort, dann lange Zeit kein Auto. Und dann kam ein alter oder ein Opel Kadett. Das war sehr gut. Ich habe vorher gespeichert. Für, da weiß ich sogar noch den Wert, das waren 16.000 Mark hat er damals gekostet. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo dieser Gameboy herkam. Hasenöhrchen, spring lieber in die Spitzen. Wie kommen wir jetzt eigentlich zu diesem Extra-Level jetzt, wo ich das. Ja, aber wir durften es nie anmachen, glaube ich. Das war das Problem. Wenn du jetzt kein Steuerkreuz drücken kannst, dann musst du durchs U-Boot. Hm. Nochmal. Ich glaube, wir durften das nicht anmachen. Rika, du willst die Leute doch verarschen, oder? Ich hab's gespeichert. Ja, aber trotzdem. Allein bei unserer Ford Escort, da musste meine Mutter quasi, weil die Batterie kaputt war, jeden Tag die Batterie aus dem Auto dann rausnehmen und zu Hause an der Station laden. Ich schaffe es nicht. Aber ich bin sogar so alt, meine Mutter hatte da, und das ist ein Wunder, dass meine Mutter das hatte. Meine erste Konsole war ein, wie gewonnen, so zerronnen, war ein NES, auf dem ich Mega Man 4 gespielt habe. Aber du hast die Glocke. Mega Man, super gut. Ich weiß gerade gar nicht welcher, ich glaube der erste oder der zweite. Und dann hatte sie noch einen Game Gear mit Spelunky. War auch schön. Kommt zurück, ne? Eventuell. Schwein gehabt. Es war so klar. Geldgieriges. Ja, ja, geldgieriges Missstück. Bam, bam, badam. Was kann ich denn noch aus meiner traurigen Kindheit erzählen? Eigentlich nichts. Was hatte ich denn für Gameboy-Spiele damals immer gehabt? Kennt ihr noch? Ja, ich glaube, das Excitebike. Das ist egal, ich kann jetzt den nehmen, weil ich jetzt kriege ich ja wieder 5 Leben. Oder ja. Nein. Oh, Rita, gut, dass du gespeichert hast. Das war mir nicht mehr klar. Dass du die Bosse nochmal alle machen musst? Ja. Und ja, DMS, da stimme ich zu. Gier. Nein, ja. Motocross Madness. Hieß es das? Ja, stimmt. Excitebike war, glaube ich, nur für den Nintendo, ne? Ey, ohne Scheiß. Ich kenne den Namen von diesem ganzen Spiel nicht mehr. Ich hatte auch noch ein Spiel, wo du so ein Buggy gefahren hast, aber in der Isometrik. Also schräg von oben geguckt. War auch ganz lustig. Wolltest du es aber nochmal wissen? ich habe auch Europas größten Gameboy-Speichersammlung. Lose für den Classic. Kein Color oder Advance Game. Ah, auch so ein Sammler. Willst du speichern? Ne, ich habe, glaube ich, 3 Color Games. Ja, Tomb Raider. Ich glaube, Mickey Mouse. Und noch irgendwas. Und natürlich Pokémon Gelb. Und Silber.
Nö. Rika konzentriert sich gerade. Ja, sorry, aber... Ja, kein Problem. Ich unterhalte mich mit dem Chat. Bin der Einzige, der in der Gameboy-Spiele baden kann. Wenn es bequem ist. Aber war das nicht so, dass wenn du wie bei Donald Duck in die Münzen springst, ist das eigentlich hart und tut weh und nur er kann das? Mhm. Ja, so wie Dagobert Duck im Geld schwimmt. Ah, dachte ich mir. Hat der auch so einen Speicher, wo die Panzerknacker direkt immer hinwollen? Mit seinem Gameboy-Spiel Nummer 1. Mhm. Welches ist dein Gameboy-Spiel Nummer 1? Der Tetris würde ich mal vermuten bei dem. Ey, bitte. Was ist denn los mit dir? Ja, das ist, war heute auch 8 Stunden arbeiten. Oh, musstest du mal 8 Stunden arbeiten? Du bist ein Arsch. Ich kann nichts für meine Kurzarbeit. Das hat ja nicht mit was zu tun. Selbst wenn du arbeiten bist, ist 8 Stunden bei dir kein Standard. Warum spiele ich eigentlich diesen Speicher? Jetzt. Wo du einfach kein Item hast. Ich habe über 1100 Games für Classic. Oh, okay. Dann müsstest du ja ohne Probleme auch Fälschungen erkennen. Gibt's? Ja, die Gameboy- und Advance-Spiele werden hart gefälscht. Okay, das war mir nicht so bewusst. Oh, jetzt bin ich selber reingerannt. Tja, Honey. Gut, ich ja, die sammle ich auch. Ah. Das ist übrigens schon unser Boss-Level, ne? Ich weiß. Unten ist einfacher. Einmal hoch. Ich würde gerade sagen, dagegen kannst du knallen. Das ist kein Problem. Weiß ich doch. Ich hätte es lieber so ein Feuerding gehabt, naja. Ich lese gleich, Moment, ich muss mich gerade konzentrieren. Oder Pokémon Gelb in grauen Odul. Modul wird das wahrscheinlich heißen. Sammle ich auch Sonic 3D Blast auf Gameboy oder Pokémon Gelb im grauen Modul. Oder man liest einfach auf dem Modul Game statt Gameboy. Ja, das stimmt. Schultertasten. Laden. Danke. Dann haben wir ja den richtigen, der heute dazugekommen ist, während wir hier ein altes Gameboy spielen. Hast du schon erklärt, was wir eigentlich hier machen? Ach, soll ich das erklären? Dann mache ich es richtig. Ich bin Jens. Neben mir sitzt meine Frau Ricarda. Bah! 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 Alter! Und gemeinsam sind wir Let's Learn to Play. Der Channel, das Channel ist grundlegend, dass Rika einem ins Ohr schreit. Nein. Rika, wie ihr mitbekommen hast, hat Ewigkeiten keine Videospiele gespielt und halt immer mal nur so vereinzelt Kleinkram. Und dann haben wir uns einfach überlegt, das ist sehr lustig, wenn ich Rika probieren muss, zu erklären, wie man bestimmte Videospiele spielt. Und deswegen bleib doch nicht da. Ich konnte nicht so schnell lenken. Nee, du bist nur gierig. Das ist wie bei Dark Souls, den letzten Schlag unbedingt noch schnell landen wollen, nicht erstellen, laden. Sonst überspeicherst du. Und das Prinzip ist halt einfach simpel. Ich suche immer mal ein paar Spiele raus oder Rika sucht sich selber Spiele raus. Du merkst, dass du die kleinen Oktopusse nicht wehtun kannst, ne? Und ja, dann spielen wir die ein bisschen und entweder wird's lustig. Du hast ihn besiegt. Echt jetzt? Mein Gold Coin!
Weiher weiter gegen die Wand. Shut up and take my money. Money. Dankeschön, DMS. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke an die Community. Danke an meinen Mann. Danke. Ich bedanke mich bei der Community. Ich bedanke mich bei meinen Unterstützern. Der Ricola allgemein. Ich bedanke mich bei Ricola als langjährige Droge. Ja. Was machen wir jetzt mit unserem Bonuslevel da? Ich bin der Meinung, du kommst da irgendwie hin, aber... Hm. Ja, durch das U-Boot. Hm. Nee, eigentlich auch von außen. Den Roboter fand ich sehr schwer. Hm. Das ist eine schöne Welt. Ah, wir hätten ja auch mal noch mal uns was holen können. Ah ja, gut. Ja. Das ist sehr lustig, dass das die Freddy-Masken sind. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Nicht die Freddy, die... hier Jason von Freitag den 13. Müsste ich hier die ganze Zeit machen. Warte, ich geh mal eben kurz was machen. Ja, rest in peace, Rika. Hm. Oh, noch die. Niete, das ist die Niete. Ne? Wollte sagen, also das würde dir jetzt nichts mehr bringen. Mm-mm. Aber du kannst ja, wenn du da bist, einmal speichern, weil dann kannst du speichern, dass du auch groß bist. Die Speicherfunktion macht das Spielen solcher Spiele sehr leicht. Ja. Man sieht aus wie zu Fledermausohren. Mhm. Mal gucken, wie lange. Warte mal, mach nochmal das, die Fragezeichenbox. Du könntest hier jetzt die Blume mitnehmen, dann könntest du dich verteidigen. Weil ich glaube, da drin brauchst du nicht flattern. Mhm. Die kriegst du natürlich nicht. Nein, kaputt. Ich wollte jetzt nur mal probieren, welcher Knopf es war. Ich war mir gerade unsicher. Bam, 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 bam. Aber wie du nicht mal gecheckt hast, dass du den Oktopus besiegt hast. Ich dachte, das wäre erst das zweite Mal gewesen. Da hast du jetzt auch ziemlich viel riskiert. Wollen wir den nehmen? Das musst du entscheiden. Sag mal so, das Spiel wird schon einen Grund haben, warum es dir das anbietet. Pass auf. Da ist die Glocke. Pass auf. Danke. Pass auf. Ein Stück nach vorne. Pass auf. Hüpf, dann müsstest du da sein. Nee, okay.
Was ist mit dem? Es war das. So haarscharf. Nein! Jetzt habe ich die Glocke verfehlt. Weil du nicht rennst. Rest in peace, Headphone User. Speicherst du jetzt jeden Fortschritt? Ich glaube, auf die kannst du draufhüpfen, oder? Auf die nicht. Nee. Warum rennst du denn? Warum? Warum? Ja, aber wieso bist du denn gelaufen, wenn du siehst, dass die gleich da sind, wo du bist? Ja, weil ich ja weglaufen wollte. Ja, aber dann wartet man doch, bis sie sich wieder nach oben katapultieren. Ja, das sah du nicht so aus. Oh Gott, Rika. Die kam mir immer näher. Das ist, wie gesagt, das ist wie dein Upsa. Ignorieren von O und X. Oder Dreieck. Oh, da ist schon die Glocke. Kriege ich die denn jetzt? Ja, hinhüpfen. Witzig. Das Spiel ist jetzt nicht so kompliziert. Gut, ich hab's. Die Glocke, Rika. Die Glocke. Glocke. Ja, ich weiß. Es tut mir ja furchtbar leid. Ich komme ja auch aus Röhren nicht mehr raus, habe ich festgestellt. Oh, da sind Buhus. Wie machst du es jetzt? Ah, scheiße, ich dachte, ich kann auf ihn drauf springen. Geister doch nicht. Das war noch nie so. Ich habe hier die Glocke. Das Anleben, was ich geholt habe, zählt ja nach wie vor, ne? Ja, du hast es quasi umsonst geholt. Ja, ja. Das gibt's doch nicht. Guck wieder hin. Jetzt lauf und hüpf drüber. Ja, zeig mir, wie es besser geht. Aber hol bitte das Leben. Ich bin drüber gehüpft und dann ist er genau drauf gesprungen. Ich check das mit den Geistern irgendwie nie. Naja, wenn du sie anguckst, bewegen sie sich nicht. Okay. Oh. Kannst du jetzt so machen? Ja. Dann hüpfst du hoch. Ach so, okay. Bitte schön. Dankeschön. Hast du noch nie verstanden, wie die Geister funktionieren? Nee, nicht wirklich. Solange du sie anguckst, bewegen sie sich. Dann halten sie selber die Augen zu. Ja. Wie konnte ich nochmal hier runter? Also stampfen? Das kannst du, glaube ich, nur in groß. Ach so. Oh nee, da war ein Herz. Naja, da kämst du auch noch hin. Meinst du? Ja. Da sind nur mal Frösche im Weg. Die dir nichts tun. Nee, warte. Kommst du so nicht hin. Okay, bitteschön. Danke. Blum, blum, blum. Oh. Einfach hochhüpfen an dem Dach. Hier jetzt? Ja, einfach hochhüpfen. Und jetzt rennen. Oh Gott, ja! Das wird nichts. Ja, jetzt rennen. Ja, lächerlich. Was denn? So spiele ich das. Es ja, tut weh. Willst du dich voll groß machen? Achso, ich bin jetzt klein, ne? Ja, jetzt musst du auch das Level so spielen.
Du könntest es natürlich speichern, wenn du jetzt daneben Fortschritt speicherst. Bim, 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 bim. Die kannst du nicht kaputt machen. Kaputt machen, ja. Da, ich wollte gerade sagen, an die erinnere ich mich und dann war es vorbei. Die kommen natürlich zu dir, auch wenn du sie anguckst. Warte, ich habe ja jetzt gerade mal Gespräch, dann kann ich noch eh was machen. Bum, bam, bodam, bum, bum, padum, pam, pum, pam, padum, pam. Sagen würde dir nichts bringen. Nee, aber der hält ja immer kurz. Ja, ich weiß. Halt mal nicht durch den Gameboy so einen Gameboy-Nacken bekommen? Mhm. Jetzt könntest du speichern. Du kannst den Geist, glaube ich, trotzdem nicht damit töten, aber. Das kann nicht wahr sein, ey. Ich habe ja die Vermutung, sie macht das absichtlich. Oh, mach's besser dann mal eben. Dann ja, zeig du mir willst mal, nur nicht mehr. Geht. Nee, Reiner Bullshit, du willst nur nicht mehr, weil du die ganze Zeit alles nur noch verkackst. Ach, machst du einen Speicherpunkt? Ja gut, das ist clever. Guck mal, du kannst ja den Dingern einfach so hochhüpfen. Mhm. Plumm. Und ich hab den Finger die ganze Zeit auf Turbo. Bleib oben und hol die Glocke bitte. Honey, ernsthaft! Was ein Bait! Soll ich denn das machen? Ja, das weiß ich nicht. Aber ich komme so wieder hoch. Danke. Nein. B. Du kannst sie auch nicht töten. Das sind Geister. Da war die Hitbox aber gnädig. Ah, ich wette mit dir, du bist jetzt gleich am Ziel. Ah, doch nicht. Weil, doch, doch, weil dann hättest du jetzt nämlich die Glocke bekommen mit dem, mit dem Häschen. Und schon beim Boss. Du hast könntest die natürlich Uhr im speichern. Blick? Ja, wir haben gleich Feierabend. Können wir das nochmal machen? Kann ich alle 6 Sekunden kurz holen? Da musst du den Chat fragen, ob der Bock drauf hat, dich dabei, dir das anzuschauen. Das habe ich nie verstanden, was das sein soll. Ein Löwe? Ein Irrtum?
Irrlicht? Nee, ein Irrlicht ist ja nur ein Lichtpunkt. Du solltest den Geistern gucken. Ja, mein Problem sind aber jetzt die Dinger das hier. Das hast du dir selbst verursacht. Das Game kann man in 3 Minuten durchspielen. Hahaha. Als ein Pro, ja. Also du kannst nicht alle 6 Coins in 3 Minuten kriegen. Never ever. Sorry. Rika, es gibt bestimmt einen Speedrun, der das kann. Oder es geht nicht um die Golden Coins. Aber ja, wie gesagt. Nee, ist ein Glitch. Sag dich doch. Mhm. Jetzt einfach rennen. Ach. Ah. Bam, bam, badam, badam. Ich mag auch die Musik hier wieder. Das ist ja die typische, ich glaube, Geistermusik aus Mario. Das ist eigentlich nur das Mario 7 langsam gespielt. Ein bisschen gequieke. Oh, okay. Ah. Ja, ich hab ihn. Aber so habe ich mich früher durch dieses Level gearbeitet. Halt, ich habe geguckt, was geht und ja, wo so ich dann... So spielt man uns ja auch als Kind. Guck den Geist an. Nein. Oh, ich war... Ja... Ja, ich habe es verstanden. Erstmal nur gerade nach oben. Naja, vielleicht nicht ganz so, aber. Und wieder hoch. Kannst du mir das Ding da eben oben holen? Toll, wenn ich jetzt ins Feuer falle. Danke. Der Bimsel. Willst du speichern? Willst du denn dann gleich noch 5 Minuten Tetris? Oder lieber nicht? Wie spät ist es? 20:49 haben wir. Ja. Das ist nur eine Frage, du musst nicht. Aber das, was hier drauf ist. Ja, das auf dem Gameboy. Nicht dieses komische, wo du die ganzen Zeug von den anderen Typen kriegst. Ist furchtbar. Trap!
mal sagen, die erste. Du weißt, dass du da hochkommst, dass du nur falsch drückst. Hoch, genau. Aber ich sagte doch, die erste ist es, die du nehmen musst. Also die ganz vorne. Weil da bist du eben vorne versehentlich reingesprungen und direkt wieder raus. Darfst jetzt nur nicht in die anderen reinfallen. Was sagte ich gerade? Zumindest hast du jetzt eine Blume. Speichern. Spring einfach in die Mitte und guck, wo sie kommt. Vielleicht springst du ihr auf den Kopf. Du hast sie. Ja! Ich weiß nicht, ob es ein Kleid. Jetzt können wir eine Runde Tetris machen. Ich speichere aber vorher. Ja, klar. Ja, und somit hast du ein bisschen 6 Golden Coins. Wir haben 3 Coins gesammelt. Ich muss nur kurz mal was gucken. Achso, da kommen wir dann. Weil ich frage mich noch gerade, wie ich an die Mond und so komme. Ja, das wird wahrscheinlich wieder ein Sonderlevel sein. So, dann würde ich aber sagen, dass an der Stelle machen wir dann mit der Aufnahme Feierabend. Ne? Habt ihr jetzt Rikas Kindheit ein bisschen gesehen? Ihr habt euch ein bisschen ins Ohr geschrien, wer drauf steht. Vielleicht mögt ihr das, keine Ahnung. Aber es wird wohl nochmal eine Runde geben, wie Rika wünscht. Da würde ich sagen, bis dann, auf Wiedersehen und ciao.